Deine Träume sind dafür da, um gelebt zu werden. Du schuldest ihnen das Leben. Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Rola El Halabi. Ich bin mehrfache Boxweltmeisterin und heute dein Erfolgs- und Mindset-Coach. Heute möchte ich dich an etwas erinnern, was du vielleicht schon vergessen hast, wenn du schon erwachsen bist. Es ist etwas, was wir alle als Kinder hatten, weil wir da uns getraut haben zu träumen, weil wir getraut haben, zu Menschen hinaufzuschauen. Und zwar geht es um Vorbilder. Jedes Kind hat irgendwie ein Vorbild. Manche sind auch fiktiv, also die gibt es gar nicht, Spider-Man und Co. Oder irgendwelche Superstars, Schauspieler. Es sind Idole, es sind Menschen, die das Leben führen, was du dir für dich selber wünschst. Und im Laufe der Zeit, wir werden erwachsen und plötzlich verlieren wir diese Fantasiewelt. Plötzlich verlieren wir diese Gabe zu träumen, Menschen auch anzuhimmeln und zu sagen, hey, das, was die Person hat, möchte ich auch für mich. Warum? Weil wir lernen, realistisch zu werden. Weil wir lernen, unseren Träumen dem Leben und den Umständen anzupassen. Und ganz ehrlich, ich finde das ganz, ganz schlimm. Du denkst jetzt wahrscheinlich, es gibt Schlimmeres auf der Welt, liebe Rola. Ja, mag sein. Aber ich finde, das ist ja das Allerschlimmste, was wir machen können. Weil die größte Kraft und Macht, die wir doch haben, ist unsere Fantasie, sind unsere Träume, sind unsere Wünsche. Wir können, oder bevor wir sie überhaupt in der 3D-Welt erreichen können, müssen wir erstmal vor unserem inneren Auge, in unserem Herzen, in unserem Kopf, in unseren Gedanken dieses Leben leben. Und wenn du aufhörst zu träumen, wenn du aufhörst, dir Vorbilder zu suchen, die dir das schon vorleben, was du vielleicht für dich gerne hättest, dann lebst du einfach vor dich hin. Und ich finde das ganz, ganz schlimm. Und wenn wir uns so schauen, wo der Ort ist, wo das meiste Potenzial der Menschen liegt, dann ist das leider auf dem Friedhof. Da liegen ganz, ganz viele Menschen begraben, die aufgehört haben zu träumen. Da liegen ganz viele Menschen begraben, die realistisch geworden sind, weil man ihnen eingeredet hat, das ist nicht möglich und das ist einer von vielen und. Aber warum kannst nicht du oder jemand aus deinem Umfeld diese eine von vielen sein, diese eine Person, die es geschafft hat, ihre Träume zu leben? Und ich möchte dich heute einfach nur animieren, dir Vorbilder zu suchen. Mag sein, dass die jetzt anders sind als die aus deiner Kindheit, okay? Spider-Man, ja, als Erwachsener wünscht man sich jetzt nicht unbedingt, wer weiß, vielleicht ein Spider-Man zu sein. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die das leben, was du gerne hättest. Sie leben es, Tag ein, Tag aus. Das heißt, es ist möglich. Und lass dir das nicht einreden, klein zu denken, normal zu denken, realistisch zu denken. Weil jeder Mensch entscheidet für sich, was normal ist. Fragst du einen super erfolgreichen Menschen, egal in welchem Kontext erfolgreich er ist, was sein Normal ist, dann ist es definitiv ein anderes Normal als deins. In diesem Sinne, erschaffe dir dein eigenes Normal, such dir Vorbilder, connecte dich mit ihnen, schau, wie sie es geschafft haben, schau dir was ab von ihnen, lerne von ihnen, um ja, irgendwann dein eigenes Traumleben zu führen und nicht, ich sage immer, deine Träume sind dafür da, um gelebt zu werden. Du schuldest ihnen das Leben und ich möchte nicht, dass du sie mit ins Grab nimmst. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Video mit dir, deine Rola.